Okay. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Schön, schön. Was will Mr. Fink von uns? Verzeihung, Miss, aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Denken Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Wir brauchen einen Kohlentransport. Es ist auf jeden Fall irgendwie komisch. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Muss man lang da lang? Wenn ich da lang gehe, sagt er mir wahrscheinlich, ich soll... Nein, soll trotzdem noch, dann gehe ich da lang. Boah, Industrieviertel und so. Oh Gott, gibt's hier schon wieder viel. Viel Abseits und so. Und eure Jungs haben Mumps und ihr habt nichts auf dem Tisch außer Reue. Seht ihr, will nicht, ich da rein? Die verkauft? Oder brauche ich die später noch? Egal, mach mal auf. Und Träume sind nicht billig. Vielleicht finden wir ja was Hübsches. Na, Bier. Da siehst du immerhin keinen Lockpick verloren. Da ist wieder eine Chiffre drauf. Dann müssen wir also das Codebuch finden? Ja. Ich glaube, das Spiel wird es nicht finden. Wir haben es in den Good Time Club geschafft. Vielleicht finden wir es ja dort. Good Time Club? Okay. Ich werde die Augen offen halten. So viele Uhren! Also, ich glaube, das Spiel will, dass ich den Revolver nehme, aber ich will den irgendwie gar nicht. Ich mag doch meinen G. Ich will da nicht dran hängen bleiben. Hallo? Okay, ich... Unsichtbare Wand, alles klar. Ich kann nicht aufhören rumzugucken. Gnarf. Kann ich hier rein? Wir wohl jetzt nicht rein. Mist. Gut, dann nicht. Dann... Wow. Was, warum? Was haben Sie jetzt hier getan? Ach, lasst mich halt. So, ist jetzt wieder Ruhe hier. Das war doch keine... Was habe ich denn gemacht? Ganz klar. Ich guck doch nur. Außerdem muss ich den Good Time Club finden. Oh. Es geht nicht. Aus Gründen. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finkton und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Okay. Also demnach dann erstmal hier durchsuchen. Da soll ich. Nein, ich kann doch aber auch. Ich könnte doch aber auch einen anderen Weg gehen. Sag ich doch. Oder wäre da irgendwie was anderes gewesen? Ich glaube, ich laufe hier einfach nur einmal um den Pudding, oder? Hier kann ich noch was mitnehmen. Ich laufe nochmal die andere Richtung ab. Tut mir leid. Deswegen muss ich den Good Time Club finden. Ganz, ganz wichtig. Oh, hi! Gut, da habe ich noch nicht, da war ich noch nicht. Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Ja, gleich, sofort. Ich will doch erstmal Präzisionsgewehr, Salze, Kisten.
Was hattest du? Sachen, die ich mir nicht leisten kann, wa? Das ist für die Schrot? Aber die Schrot ist doch eh schon so. Na, das passt erstmal. Wir brauchen erstmal nichts. Na, wir brauchen erstmal nichts. Hier ist etwas Geld. Dankeschön. Sie eine Knabe. Danke dir. Super. Sie ist keine Knabe. So. Fass. Wenn jemand ankommt und euch erzählen will, ja, gut, dass ihr zu jetzt kurz kommt, wisst ihr, was derjenige dann in Mist. Wahrheit sagt? Okay, okay, wir gehen schon zu ihm hin. Mein und zwar jetzt. Ist unbedeutend. Hallo. Freund, du wirst für dumm Hallo. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Ups. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Ja, es kann sein. Bereich verlassen? Moment, Bereich verlassen klingt nie gut. Entschuldigung. Das ballert mich gleich wieder über den Haufen, wenn ich hier drüber... Oh. Ja. Na, kommen noch welche? Oder war das jetzt nur so... Okay. Ah, Musik? Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Ich hab's nicht erkannt. Ich kannte es nicht. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich glaube, das merkt man nur gar nicht. Ich bin ja auch nie von irgendwas verwirrt. Man kennt mich doch. Ich bin doch immer komplett bei mir und so. Was? So, hatte ich jetzt alles? War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Also, hat eine Philosophie. Hier muss ich hin. Ja, ich komme bestimmt wieder raus, oder? Weil da soll ja die, da ist ja irgendwo die Chiffre. Das heißt, ich muss sie jetzt finden. Hallo? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Ich will aber nicht. Ich will die Chiffre haben. Sofort. Mhm. Komm wieder, wenn Showtime ist! Okay, ich glaube, ich komme hier tatsächlich nicht weiter erstmal. Ach, blöd. Dann durchsuche ich halt eben das hier noch und nehme ein bisschen Kohle mit. Und auch diese hier und das auch alles. Und dann, naja, gehe ich halt wieder. Ach, Mann. Ja, gut. Unser Buck hat grüne Augen. Habt ihr es gelesen? Das ist cool, ich mag grüne Augen. Ich will überall noch... Ich habe voll Angst, dass ich irgendwelche Lockpicks übersehe. Okay, wir mussten hier rein, oder? Ja. So, rein da. Geht's aber echt. Gerade mal, aua, aua. Okay. Musste gerade mal meinen Fuß unter meinem Bein hervorziehen, weil ich saß hier bis gerade eben noch im Schneidersitz. Weil das ein bisschen rückenschonend ist. Zumindest kommt es mir so vor. Ich habe Geld gefunden. Was? Okay. Immer her damit. Wie viel haben wir? Zu wenig. Definitiv zu wenig. Let me guess, nach oben? Natürlich.
Kann ich hier rein? Ich versuch's lieber nicht. Was ist los? Das ist ein Stein mit einer echt beschissenen Textur. Also ich weiß nicht, ob die so gehört. Also ob die so gemacht ist oder ob das ein Ladefehler ist bei mir jetzt. Aber die Texturen sind hier nicht unbedingt schön. Nee. Na gut. Dann auf zu dem Typen, damit wir mal ein paar... Was drüber gelesen? Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Na gut. Das heißt, der Typ könnte so ziemlich anti-Comstock eingestellt sein, oder? Was ja an sich schon mal gut ist. Also wenn es sein Schrein ist, wo auch immer der Kerl Hallo? Jetzt ist... Hallo? Mr. Lin? Jen, Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Wer weint? Hören Sie das? Unten ist jemand. Unten? Da waren wir doch gerade erst. Seltsam. Oh, hey. Hallo? Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten, bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei-Lin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ja, wir waren schon bitte, da. Wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen-Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen-Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Ich bin voll dafür. Wir wissen es ja schon. Okay, das kommt jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Naja, dann mal raus. Und wieder zu dem Club rüber. Es tut mir echt leid. So, zackig. Bitte was? Nein. Oh Gott, ich kann ihn nicht schocken. Ich kann ihn nicht schocken. Oh Gott. Scheiße. Scheiße. Geh weg. Oh Gott, oh Gott. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich kann dich hier weg. Scheiße. Oh! Oh, was war das denn jetzt? Hallo? Munition! Ja, toll. Ganz super. Kannst du mir ein bisschen helfen oder so? Oh, shit. Ich kann Sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen Sie Ihren Mann. Ich hab grad... Wie ist es, Mr. DeWitt? Jetzt müssen wir nur noch rein und Mr. Lin finden. Ja, und ja. Ups, sorry. Hemp-Pyromane, Nahkampfschaden, 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Bla, 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 bla. Das ist total nervig. Bitte, Booker. Oh. Tut mir leid, was ich bei den... Fang doch nicht an zu sprechen, wenn ich gerade den Ladebildschirm entere.